Ja, herzlich willkommen zu diesem Tutorial-Video. In diesem Video möchte ich dir in unter 5 Minuten erklären, wie du den blauen Haken bei Instagram bekommen kannst, denn den kann wirklich jeder beantragen. Ich möchte dir auch gleich dann Schritt für Schritt zeigen, wie du den beantragst, was du davon hast, dass du einen blauen Haken hast und was es zu beachten gilt, damit Instagram dich auch für diesen blauen Haken freigibt, und am Ende gibt es noch eine Checkliste dazu. Also, was bringt es dir überhaupt, einen blauen Haken zu haben? Also, der blaue Haken bei Instagram verifiziert die Echtheit deines Accounts. Das heißt, im Endeffekt, wie du hier zum Beispiel siehst, gibt es hier einen blauen Haken. Das hier ist von Nike. Und damit bestätigst du im Endeffekt, dass dieser Account, damit wird bestätigt, dass dieser Account echt ist und unterscheidet sich in dem Falle dann von Fake-Accounts. Und laut Instagram gibt es unterschiedliche Kanäle bzw. Accounts, die auch einen blauen Haken haben können. Zum Beispiel für Prominente gilt das, für Journalisten, für Brands und auch für Personen des öffentlichen Lebens. Aber mittlerweile vergibt Instagram auch den blauen Haken für kleinere Accounts, und das heißt, auch du kannst mit der richtigen, wenn du weißt, wie es geht, kannst du auch deinen blauen Haken beantragen. Das kann nämlich wirklich jeder machen. Ich zeige dir jetzt kurz Schritt für Schritt, wie du den beantragst, und danach gucken wir uns nochmal an, was es zu beachten gilt damit, oder beziehungsweise was du erfüllen musst, damit du auch wirklich diesen blauen Haken bekommst. So, in diesem Video will ich dir kurz erklären, wie du dich verifizieren kannst für einen blauen Haken. Es gibt nämlich mittlerweile eine Funktion dafür. Und zwar gehst du dazu hier auf die drei Striche und dann auf Einstellungen. Und dann gehst du auf Konto und dann gehst du auf Verifizierung beantragen. Und hier musst du einfach bestimmte Dinge ausfüllen. Einmal deinen kompletten Namen reinpacken, dann dort schreiben, für welchen Namen du bekannt bist, also für welche Marke oder welche übergeordnete Marke, und dann musst du noch eingeben, aus welchem Bereich dein Account dann stammt, und du musst dann noch einen Lichtbildausweis mit Nachweisen für Geburtstag und so weiter mitsenden. Es darf nur eine einzige Datei mitgeschickt werden, und dann kannst du das abschicken und dann wird Instagram das prüfen und gucken, ob du für eine Verifizierung zugelassen bist. Ich glaube, viele wissen das gar nicht, und dementsprechend wollte ich das einmal kurz Bescheid sagen. Vielleicht bekommst du ja den blauen Haken. Uns jetzt einmal die Checkliste an. Was musst du denn erfüllen, um auch den blauen Haken zu bekommen? Also als allererstes muss sich dein Account um eine echte Person, also ein Personal Brand, drehen oder eine Marke repräsentieren. Das heißt, du musst schon bekannter sein. Also du musst jetzt nicht 1 Million Follower haben und auch nicht 100.000. Es gibt auch Kanäle mit 10.000, 17.000 und so weiter, die auch einen blauen Haken bekommen. Aber du musst halt irgendwo nachweisen können, beziehungsweise Instagram, die Mitarbeiter, die sich deinen Verifizierungsantrag anschauen, müssen sehen, okay, der wird häufiger gesucht oder ist bekannter, zum Beispiel auch auf YouTube oder auf anderen Kanälen. Du darfst nur einen einzigen Account pro Marke oder Person haben, und du darfst natürlich in deinem Profil nicht auf weitere Social Media Accounts verweisen, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo du die Verifizierung beantragst. Und dein Account muss öffentlich sein, das heißt, du darfst ihn nicht auf privat stellen, und du musst eine ausgefüllte Bio haben. Das heißt, da muss auch was drinstehen, und du solltest auch ein Profilfoto und Fotos in deinem Feed haben. Das ist die Checkliste. Ich hoffe, dir hat das weitergeholfen und du kannst das ja jetzt einmal umsetzen. Wenn du dazu Fragen hast oder auch Feedback geben möchtest, schreib das gerne in die Kommentare. Wenn du weitere Tutorial-Videos sehen willst, abonniere gerne diesen Kanal und lade dir auch gerne meine Instagram-Funnel-Strategie für Umsatz oder Affiliate Marketing darunter. Link dazu ist unter diesem Video.